Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Ein neues Video und alter Frische. Jodie. Bei der sind wir wieder gelandet. Und zwar hat sie sich ihr zweites Tattoo selbst gestochen. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Übrigens die einzige YouTuberin, glaube ich, die re-gepostet hat. Außer natürlich ZZ, das Bruder, ja. Aber der Rest hat mich entweder blockiert oder direkt gestrikt. Let's go! Übrigens an dieser Stelle wollte ich noch kurz sagen, Jodie, Killerfrau. Die ist wirklich cool drauf. Die ist cool drauf. Gute Nachrichten! Wenn ihr mich schon ein bisschen länger jetzt verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein großes Ziel habe, einen großen Traum in meinem Leben. Mehrere eigentlich, aber eins, was ich jetzt schon seit wahrscheinlich jetzt genau ein Jahr verfolge und auch sehr häufig in Videos thematisiere. Und zwar ist es das Tätowieren. Ich habe mir vor einem Jahr, ich habe jemand anderen vor einem Jahr das erste Tattoo gestochen, das ich jemals in meinem Leben gestochen habe. Danach habe ich vor kurzem mir selbst nochmal ein Tattoo gestochen. Diesen Hasen hier. Man sieht gar nichts, lol. Diesen Hasen da. Den habe ich mir einfach gestochen, ganz alleine, ohne dass irgendwer mir dabei geholfen hat, so wirklich. Aber dabei soll es einfach nicht bleiben. Ich möchte das wirklich lernen und ich kann es nur wirklich lernen, wenn ich jemanden habe, der mich so ein bisschen so mentort. Geil, sie will das Tätowieren lernen. Unfassbar gut. Feier sowas. Ich hoffe, die bleibt da am Ball und dann kann man immer schön wieder gucken, was sie so macht und wie sie sich entwickelt und so. Und ich habe mich dazu überwunden, endlich Jan zu fragen, ob er mir das Tätowieren wirklich beibringen möchte. Ja, irgendwie, ich weiß auch noch nicht ganz genau warum, hat er gesagt, ja okay, können wir machen. Wir haben es ausprobiert. Ich habe mir noch ein Tattoo gestochen. In meinem neuen Atelier übrigens. Also herzlich willkommen zu meiner unoffiziellen Atelier-Roomtour. Yes, that's it, let's go! Sie hat ein eigenes Atelier, krass. Am besten suchst du mal eine kurze Linie. Wie ich schon sehen kann, ist das was Manga-mäßiges, aber ich kann nicht erkennen, was für ein Manga das ist. Ist es überhaupt ein Manga? Hat sie irgendwas selbst gezeichnet, bloß als Manga-Version? Aber es ist sowas in der Art, würde ich jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass das schräg drauf ist, das Bild. Das sieht, glaube ich, jetzt nur so aus, weil der Schenkel quasi geweitet wird durch das Aufsetzen. Also sprich, dann spreizt sich das ein bisschen mehr. Wir haben, ich glaube, es ist ein Injektor. Eingepackt, bandagiert quasi. Perfekt eingepackt. Hier haben wir, glaube ich, Stencilkleber stehen. Hier hinten haben wir ein Flächendesi, das weiß ich. Eine stinknormale halt Massageliege. Gibt es gleich bei Amazon. Ja, und eine Stehlampe. Dann gucken wir mal rein. Alle Linien sind super cool. Am besten fange ich hier an, oder? Wegen dem Stencil. Also ich würde an deiner Stelle direkt dort anfangen, also von unten nach oben eigentlich, in dem Sinne jetzt von oben nach unten, weil du es ja kopfüber siehst. Und ich würde auf jeden Fall mit dem äußeren Rahmen beginnen, weil der sonst am Ende her weg ist. Also sprich den jetzt, ja, dem würde ich entweder vorziehen oder direkt schon mit einer Linie anfangen. Also sprich mit keiner Bloodline, sondern, obwohl, nee, warte mal, du willst ihn sowieso, ich glaube, du willst ganz zart bestimmt haben. Also natürlich keine Bloodline, weil sonst würde das mehr quasi dicker werden. Nee, das ist kacke. Also müsstest du gleich einen Rahmen eigentlich vorziehen, aber ich denke mal, du fängst bestimmt in der Mitte an, wenn ich schon sehe, wie du da gerade raufgezeigt hast. Wenn man noch darüber geht. Am besten fängst du oben rechts an. Da? Ja, okay, das mache ich jetzt erstmal. Ja, genau. So würde ich es auch sagen. Oben rechts. Da hätte ich jetzt auch gesagt, dass du da anfängst. Nicht, oder? Ja, du willst doch Punkte, oder? Mache ich das als erstes? Ich mache manchmal gerne Punkte. Weil ja, aber du kannst ja auch Punkte machen. Kannst du mir das dann nochmal hierher legen? Ah, okay, sie will also den Rahmen punkten. Richtig? Oder das ganze Tattoo? Hm. Weil ich habe nämlich zum Beispiel diese... Ah, so sieht das also aus? Hat sie das jetzt selbst so gezeichnet? Das würde mich immer interessieren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das hat sie selber so gemacht. Es sind so viele Perspektiven. Oder ist das ausgedruckt? Oder ist das jetzt direkt einfach selbst safe gemalt? Ich habe vergessen zu malen. Wow, eine Linie, die so groß ist. Ah, da sehen wir auch den Hasen von dem Video, was ich gemacht habe, worauf ich reagiert habe. Ich glaube, das war ihr erstes selbstgestochenes Tattoo bei sich selber. Da können wir auch perfekt sehen, wie manche Linien dicker sind und manche gar nicht drin. Aber so ist das, wenn man sich selbst tätowiert. Man lernt immer wieder dazu. Au, ich habe mich gepiekst. Das ist hier einfach so weit draußen, dass ich. Ja, dreh mir das Griffstück raus. Lass euch machen, dass da was? Das Foto ist jetzt fest und dann noch fest. Fest, das geht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas gemacht habe. Okay, nochmal von vorne. Ah. Die Vasier, die schützt halt das Stencil und lässt die Nadel besser hier hochkommen. Und wenn ihr jetzt halt nicht fest oder immer schön sagt,
Ich würde die Vaseline nicht benutzen. Ich benutze zwar Vaseline, aber nur für meine Farbkappen. Ich finde, Vaseline ist absolut nicht gut, denn ich bin der festen Überzeugung, dass das Wundwasser so nicht austreten kann. Ich meine, du hast jetzt hier nur Linien. Das ist scheißegal. Und wahrscheinlich, weil du dich selbst tätowierst, habt ihr bestimmt auch nichts Teures an so eine Creme benutzt, die man quasi darauf schmiert. Weil viele Tätowierer sparen da und holen sich immer nur so einen Vaseline-Eimer, weil der 5 Euro kostet und der hält eine Weile. Und sich nicht die kleinen Cremes kaufen von Ink Booster zum Beispiel oder von, das Scheiße steht da hinten, ich habe vergessen, wie es heißt. Kann ich es erkennen? Nee, ich kann es nicht erkennen. Brille ist da. Nee, ist nicht da. Weil die kleinen Dosen richtig teuer sind. Also 20, 25 Euro Einkaufspreis, glaube ich. Und das ist schon extrem viel, wenn man das an sich selber macht. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus. Ich glaube, in der Regel nimmt der, glaube ich, keine Vaseline. Weil, wie gesagt, feste Überzeugung. Ich bin der Meinung, Vaseline sorgt dafür, dass das Wundwasser nicht austreten kann. So wie beim Boxen. Deswegen Platzwunde, zack, Vaseline rauf, wird erst vorher geklammert, dann Vaseline rauf, damit da nicht weiter das Blut rausläuft. Und das ist natürlich in dem Sinne ja scheiße. Naja, also das denke ich so. Kann auch sein, dass jemand anders draußen sagt, nee, nicht so. Aber das ist meine Meinung. Das sieht nur so aus, weil meine Haut sich so... Da haben wir noch Seifenwasser stehen, um die überschüssige Farbe quasi auf der Haut wegzuwischen. Ich bewege mich, weil ich nicht so viele Muskeln habe. Ich habe die so beste... Oh. Seife ist nicht zu viel, das ist verteilt. Ja, ich mache so, damit ich irgendwas mache. Ein bisschen Zeit schinden, ne? Dann mache ich so. Genau. Und wenn jetzt... Und war das voll gut von der... Schräge oder schräge? Du machst jetzt trocken geworden, ja? Ja, erst ein bisschen. Mach wenigstens Maschine aus. Nein, ich fange jetzt sofort an, wenn du mir sagst, wie viel Grad wir da einstellen. Okay. 45 Grad, wie viel ist 45 Grad? I don't know. Ja, das sieht ganz gut aus. Mhm. 45 Grad mache ich auch so ungefähr bei Linien ziehen. Ja, wir müssen halt, zieh das mal so durch, die kleine Linie, und dann tupfst du das halt. Ich würde mal tupfen am Anfang. Mhm. Das ist nicht so viel Haut. Tupfen ist tatsächlich das Beste, was du machen kannst beim Linienziehen. Du wischst damit das Stencil nicht weg und besser geht's nicht, ne? Das heißt, du kannst Ich finde halt, für Linien ist das Stencil unfassbar wichtig. Wenn du jetzt natürlich mehr mit Schattierung arbeitest, dann ist es meistens eh so mehr im Kopf und du weißt, wo du hier schon was machen musst. Wobei jetzt, also beim Porträt ist es natürlich jetzt auch wahnsinnig katastrophal. Skandalös wäre es, so wie es auf dem T-Shirt-Pullover steht, Hoodie. Wenn die weg wären, die Linien, aber gerade bei so einer Linienarbeit ist natürlich kacke, wenn irgendwas weggewischt wird. Aber auch da gibt es Tricks und Tipps, wie man genau ein Stencil aufträgt, so dass du wirklich gefühlt 100 Mal rüberwischen kannst, ohne dass die Linie wirklich sonderlich weg ist. Das kann man alles erlernen und das ist auch eine der wichtigsten Sachen am Anfang, die man wirklich beherrschen muss. Konnte ich natürlich am Anfang nicht. Und deswegen habe ich dementsprechend auch manche Sachen auf meinem Körper, die extrem scheiße aussehen und weil ich sowieso keine Ahnung hatte, aber das ist normal. Würde ich jetzt ihr persönlich anders zeigen, wenn sie hier wäre, wie man das Ganze macht. Und zwar geht es da schon, ein sehr wichtiger Punkt, die Austrocknung der Haut. Das sorgt dafür, dass das Ganze perfekt drauf ist. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt dabei. So, weiter. Dann guckst du die Linie erstmal an. Oh Gott. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um letztes Mal diese eine Linie zu stechen? Das war die erste. Ganz lange. Ja, ich merke. Du warst schon nah an meinem Körper, ja? Das ist jetzt wieder mal so hingehen. Weiß ich auch nicht. Ich bin aufgeregt. Was für Ruhe. Nee, jetzt kommt der Moritz. Nee, ich habe noch keine Linie gestochen. Ach so. Komm rein. Ist aber auch okay. Ich muss mich an das letzte Mal erinnern, dann weiß ich wieder, dass es gar nicht so schlimm war. Ah! Ah! Oh oh. Sie benutzt auf jeden Fall eine Quadron-Nadel. Die sind auch immer extrem laut, ist uns aufgefallen. Scheiernadeln sind extrem leiser. Was ist das für eine? Sieht aus wie eine Dreier, könnte aber auch eine Fünfer sein. Auf jeden Fall extrem dünne Nadel. Ich glaube, ja, ich würde mal eine Dreier schätzen, aber Drei wäre echt zu dünn. Muss eine Fünfer sein. Richtig von der Gradzahl. Ja, sieht so gut aus. Toll. Ja, gut. Dann hätten wir das auch. Danke fürs Zuschauen. Ich ziehe die jetzt nach hier bis zu dem hier durch, oder? Ja, weil das ist ja quasi der Kopf und dann sind diese Strähnen quasi so dahinter und dann gleichzeitig so. Okay, hier, weißt du, guck mal, die geht ja bis zu dem Kopf quasi. Und das ist ja die Strähne hier, das ist ja die hier. Das heißt, ich ziehe das unter durch, right? Nee, wird schon machen. Safe! Oder bis da wird schon ziehen. Ja, aber hier, okay. Bist du, das ist ja okay. Bis zu der hier. Ich dachte, du wolltest auch noch in die Liga sein.
Nee, das ist ja quasi der Kopfanfang. Ja, das würde ich nicht empfehlen. Ja, ich habe es auch gemerkt, wenn ich es gemacht habe, ich so, dumm. Ja, das hast du doppelt so dick. Egal, ich krieg das schon wieder hin. Hier anfangen. Noch ein bisschen weiter unten. Aber dann genau in der Mitte. Und dann gehst du das ganz langsam so, ne? Das ist so schwer, was zu sehen. Ich habe auch so viele Haare im Gesicht. Kannst du mir meine Haare mal so wegknappen? Nochmal. Oh, okay. Danke. Jetzt kann ich das so gut. Oh mein Gott, pass auf. Das sieht toll aus. Ich will so ein bisschen ein paar von denen so ein bisschen dicker machen. Oh, ist geil gewesen, oder? Schön, ja! Ja, Mann, das war auch richtig, hat sich richtig gut angefühlt. Außer, dass ich immer die Luft anhalte, weil es so weh tut. Das kenne ich. Wenn ich mich selbst tätowiert habe, war das genauso. Ich habe mir die Luft angehalten, weil ich mich gleichzeitig konzentrieren musste. Und zwar einmal, wie ziehe ich die Linie, wie bleibe ich richtig in der Haut und ich musste gegen den Schmerz kämpfen. Fuck! Eine so eine gute direkt so ein Krüppel hinterher. Das ist okay. Aber weil du ihn ordentlich machst, ist der gerade. Der ist halt dünn, krüppelig, weißt du? Ja. Weil du hast nicht mehr tief genug oder nicht mehr genug Farbe, weißt du? Mhm. Das ist voll geil. Ich habe ein bisschen Angst, die Nase zu machen, weil die ist so übel wichtig. Die ist wirklich verdammt wichtig. Aber ich habe Angst, dass das Dance wirklich dahin weg ist. Ja, das wäre super, ne? Ja, hier ist schon scheiße. Ja, komm, die siehst du ja noch. Ja, wenn die weggeht, dann mach die doch jetzt. Hat der gerade eine Bohne gegessen? Was hat der gerade gehabt? Was war das? So ist wie eine Bohne. Dann habe ich auch Angst, weil die so wichtig ist für den Charakter. Weil wenn die Nase wack ist, dann... Ich meine die Nase, ich meine das Kind, aber es ist weg. Wie die Nase wack ist? Ach so, ist auch voll wichtig. Wo machst du das? Und rausschaufeln. Ja. Okay, mit dem Kind kann ich leben. Ein schönes Kind. Yes! Boah, sieht das gruselig aus, wenn man da richtig... Ey, das ist so, wenn ich so da reingehe, dann laufen so kleine Linien von Schwarz, laufen da so einfach durch meine Haut durch und verschwinden, wie so kleine... Das könnte ein Zeichen sein dafür, dass du zu tief bist, oder? Deine Farbe hat eine zu hohe Pigmentrate. Bedeutet, mach 2-3 Tropfen rauf von dem destillierten Wasser oder halt von deinem Solution Intense Wasser. Ist im Endeffekt nichts weiter wie destilliertes Wasser, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was sie damit sonst gemacht haben sollen. Aber ja, wird so verkauft halt. Wobei das auch nochmal vielleicht ein kleines Wunder bringt, wenn du das so kaufst von Intense. Ich keine Werbung oder sowas hier. Es könnte sein, dass es zu tief ist. Oder halt, wie gesagt, mit der Farbe, was ich gerade schon meinte. Das könnte bedeuten, dass die Linien eventuell in einem Monat so ein bisschen dicker sind, als sie wirklich sein sollten. Ja, das ist ein klares Zeichen dafür. Kleine Würmer, die so und dann sind die weg. Wow. Manchmal bleiben die auch ein bisschen und denken, oh fuck, ist das so kackt, und dann aber nach 10 Minuten sind die abgetragen. Crazy, das sah so crazy. Die sind auch relativ, es sieht richtig witzig aus. Das ist wirklich wie, als wären da so kleine Würmer unter der Haut. Hast du schon richtig gesagt, das ist extrem, die Dinger. Sieht wirklich ekelhaft aus. Kennt ihr den Film Ruin? Das ist wie, als wäre diese Pflanze unter der Haut. Ja, das war wie in so einem Horrorfilm. Ich mache jetzt eine Freehand-Line, die ich nicht gemalt habe. Dann würde ich sagen, tätowier erst die Wunde. Dann siehst du, wie du die tatsächlich gemacht hast. Darf ich ganz kurz das hier nachziehen? Ich habe irgendwie Bock, diese eine Linie gerade nachzuziehen. Also, wir sind Hasen ausbessern. Ja, ja, ist ja überall alles drüber. Perfetto. Jetzt ist er fertig, der Hase. Cool. Auch der Hase gönnt sich eine Nase. Auch der Hase gönnt sich eine Nase, sehr gut. Der Rapper. Der ist kein Freestyle-Rap, macht der. Ja, übel krass. Also Jan, irgendwas ist jetzt hier. Was ist das? Also es sieht aus, als wäre diese Farbe so direkt so wusch. Ich weiß nicht, ob das so nicht... Ob das nicht. Mach doch mal ein bisschen hier von auf der Zeber und dann machst du... Das ist richtig trockenes Zeber. Kann man das einfach so hinlegen? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn die Tattoo-Maschine läuft, dass man irgendwas verschwendet. Also halt Energie. Ja. Strom. Auf jeden Fall, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man löst das so Farbe oder so irgendwas... Strom einfach nur, ne? Ja, ich habe eigentlich mal Kuchen, das ist... Wie alles, was du hast. Alles geht gerade kaputt. Echt, alles geht gerade kaputt. Das ist aber gut, das ist ein Zeichen, dass irgendwas Neues kommt. Also sage ich jetzt einfach mal so. Ich fände es cool, wenn du die Augenbrauen aus Dotwood machst, weil die mache ich auch immer aus Dotwood. Nein, Mann, Augenbrauen sind bei mir so richtig deep dunkel. Ich mache schon außenrum Dotwood, das ist schon der Jugend. Nicht Dotwood, hier sind wir eigentlich den Punkt über.
Jo, wir sind jetzt hier zurück. Ich finde diese Maschine durch die Quadronadeln so unfassbar laut, das ist unglaublich. Das ist bei Cheyenne leider nicht, meiner Meinung nach. Da ist das leiser. Hallo. Ich dachte, das wäre ein Scherz gewesen immer. Wie sprayt das an die Wand? Ich hab zuerst. Und darf ich die Wand dahinter anstecken? Die ist schon Künstlerin, ne, die Jodie, oder? Das sind doch alles ihre Bilder, oder? Wie mich jetzt richtig. Guck mal, ich meine, oder? Also, bin ich behindert, oder? Das sind doch ihre Bilder. Weil jetzt hat er gesagt, Atelier? Ist das, sind die gerade da drin? Kann das sein? Auf jeden Fall fettes J. Geil, das sieht jetzt so cool aus. Ich mach so eine Doku. Ein J mit einem Neidzeichen, nein. Du machst gar nichts, ich doch den Haufen drin. So wie ich das jetzt gerade sehe, ist der ein Lining-Experte, war? Kann das sein, dass der sehr viel Lining-Kram macht? Ich bin ja eher der Schattierungskünstler. Ich habe irgendwie das Gefühl, der macht viel mit Linien. Weil das würde ich jetzt so behaupten, weil ich das so sehe. Ja, an der Wand. Wenn du das irgendwann schneidest, musst du das mal dann besonders genau angucken. Ich habe gerade so krasse Effekte gemacht. Kommt so eine geile Kamerafahrt. So, warte, nein. Das musst du reinnehmen. Okay. Und dann schreibst du drunter so ein Moritz Kamerafahrt. Kamera, okay, Moritz. Was ist das denn? Was ist denn das Weiße? Hä? PPO? Was? Was ist das? Da soll mich mal einer aufklären. Was ist das Weiße, was sie da in ihrem Bein hat? So aus wie Strapse. Die sind echt komisch. Sag das doch nicht! Wer muss ein Fazit sagen eigentlich? Was für ein Fazit sagen? Was würdest du dir für eine Schulnote geben? Was würdest du mir für eine Schulnote geben? Oh, ich hoffe, wir sehen es auch noch. Ja. Aber du musst auch so bedenken, ich bin in der ersten Klasse. Also man beachtet, dass es das zweite Tätte für dich ist. Das erste, das gilt doch nicht. Aber wieso? Das hast du auch gestochen. Ach so, schon eine Eins, oder? Eine 4. Eine 4, okay. Was willst du mir geben, Moritz? Also, mal ehrlich. Ui. Na gut, also darf man nicht vergessen, es ist wirklich das zweite Mal, aber Punkte sind ja nicht alle in derselben Länge sozusagen, also selbe Breite, auseinander. Manche Linien sind dicker und manche sind dünner. Ja. Ja, ich würde tatsächlich auch eine 4 sagen. Ich würde auch eine 4 sagen. Eine 4. Alles unter einer 3 wäre eine Frechheit. 5 plus. War passt eine 4. Ich würde dir, glaube ich, eine 1 geben, weil ich nicht weiß, was gut ist und was nicht gut ist. Du hast es hier bei einem Geruch gemacht, bei dem man sehr schnell die Kontrolle über sein. Die letzten Linie war dir besser, ne? Aber ist sie Künstlerin? Ich weiß es gar nicht. Verkauft die Bilder oder wie muss ich das verstehen? Mich interessiert das voll mit diesem AT. Stimmt, okay. Allerdings ist es ein Problem, Juli. Das ist okay. Ich bin schon stolz, ich bin schon von der 4 auf die 3, habe ich mich schon hochgearbeitet. Nee, Moment, du hast 3 gesagt. Du hast 3, wir haben es genau auf Kamera. Entschuldigung, aber du kannst es nicht mehr ändern. Allerhöchstens gesagt. Aber denkst du, ich kann das? Nee. Meinst du, ich kann das lernen? Ja, du hast auf jeden Fall, das was ich dir gesagt habe, hast du auf jeden Fall schnell umgesetzt. Dann wurde es auch besser, so linear, ne? Ja. Und das Kill und so hast du auch gut gemacht. Die Mitte sieht auch gut aus. Du kannst keine 2 oder 1 machen bei der zweiten Tätte. Nee, deswegen sag ich ja, du musst auch beachten, dass ich in der ersten Klasse bin. Deswegen hab ich die Tätte. Wo ich jetzt schon gerade keine Hose anhabe, kann ich euch noch kurz das Endergebnis zeigen. Es ist okay, sie hat ein abgeheiltes Bild anscheinend. Oder frisch, wie? Nochmal, warte mal. Das ist jetzt circa eine Woche her. Oh, abgeheiltes Bild, wir können gucken. Also ist noch nicht perfekt abgeheilt, aber eine Woche weiter, ne? Das ist schon mal jetzt was. Jetzt bin ich gespannt. Die Zettel gestochen habe und es sieht inzwischen so aus. Kann man es ungefähr sehen? Schwer zu sagen, ob das jetzt schon. Also, ich finde die Punkte sehen. Es kann aber auch nur Kameraoptik sein, es kann täuschen. Ich bin aber der Meinung, die Punkte sind schon breiter geworden. Also, sprich, zu tief reingesetzt und wurden dann zur Zeit immer ein bisschen breiter. Bei den Linien kann ich das jetzt noch nicht sagen, weil die generell schon manche breit waren und manche halt dünner sind. Das ist schwer jetzt abzuschätzen, ob sie da jetzt zu tief war oder nicht. Aber wie gesagt, das würde ja das Ding mit den Würmern erklären. Unter der Haut. Ja, ist jetzt schwer zu sagen.
Müsste man noch ein komplett abgehärtetes sehen nach einem Monat oder so. Sehen? Ja, wahrscheinlich schon. Diese Punkte hier habe ich nur gemacht, weil ich noch keine geraden Linien zeichnen kann. Das heißt, die werden irgendwann auch noch einfach so Linien. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich echt happy dafür, dass es einfach das zweite Tattoo in meinem Leben ist. Ja, das zweite Tattoo. Dranbleiben an dieser Stelle, ganz einfach. So! Gebt dem Video ein Däumchen nach oben, aktiviert die Glocke, abonniert den Channel und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace!